Der Rostocker Zoo sorgt sich um sein 3 Wochen altes Gorilla-Baby. Zoologen halten es für wahrscheinlich, dass Menschenaffen für das neuartige Coronavirus anfällig sind. Gesicherte Erkenntnisse liegen noch nicht vor, aber bereits in der Vergangenheit wurden Menschenaffen immer wieder von menschlichen Atemwegsviren befallen. Bei Rhesusaffen wurde die Bildung von Immunkörpern auf SARS-Viren nachgewiesen. Mutter Jene kümmert sich rührend um ihr Säugling, das noch keinen Namen hat. Tierpfleger Tobias beschreibt, welche Vorsichtsmaßnahmen der Zoo schon jetzt ergriffen hat. Also wir haben alle Sicherheitsmaßnahmen, die wir so schon in der Arbeit mit den Menschenaffen hatten, noch etwas verstärkt. Wir sind natürlich hier sowieso auf Seuchen vorbereitet. Das Thema Zoonosen ist ein großes Thema bei Haltung von Menschenaffen. Wir haben jetzt unser Team auf ein gewisses Kernteam beschränkt. Das heißt, dass alle, die nichts mit den Menschenaffen zu tun haben müssen, jetzt erstmal andere Arbeiten erledigen müssen. Und wir haben jetzt gerade bei der Arbeit mit den Tieren, beim Füttern und beim Vorbereiten des Futters immer einen Mundschutz zu tragen, gegebenenfalls auch Handschuhe. Und wahrscheinlich desinfizieren wir jetzt unsere Hände noch 1-2 Mal mehr, als es sowieso schon der Fall war bei der Arbeit mit den Tieren. Die Maßnahmen sind natürlich auch zum Schutz der gesamten Gorillagruppe, die im Rostocker Zoo im sogenannten Davineum lebt. Hier können die Tiere normalerweise mit den Besuchern interagieren, wenn denn welche da sind. Dass die wegen der Pandemie derzeit fehlen, macht den Tieren zu schaffen, sagt Zoodirektor Udo Nagel. Eine Hand an die Scheibe halten, dann kann man die andere daneben setzen. Das machen die aber nur, wenn sie es wollen. Das wird von uns ja auch nicht erzwungen. Wir bieten die Möglichkeit und da diese Kommunikation vermissen die Tiere, da breitet sich so ein bisschen Langeweile aus. Das heißt, die Pfleger müssen verstärkt sich jetzt auch mit den Tieren beschäftigen. Doch Langeweile hin oder her. Die Gesundheit des Kleinen ist das Wichtigste. Immerhin geht es um den Nachwuchs einer vom Aussterben bedrohten Art.